Viel hat sie gesehen in ihren 108 Jahren. Fatima Negrini überlebte die spanische Grippe, den Ersten und Zweiten Weltkrieg und jetzt Covid-19. Doch in der ersten großen Welle der Pandemie in Mailand hat sie viele ihrer Freunde im Pflegeheim verloren. Ich habe so viel durchgemacht in meinem Leben und ich bin immer noch hier. Sieht doch ganz so aus, als ob Jesus mich vergessen hätte. Ein Wunder, sagen sie in Norditalien. Und dafür will Fatima Negrini etwas zurückgeben, anderen Mut machen. Denn die Pandemie hatte im März besonders in Alten- und Pflegeheimen in Mailand und der umliegenden Lombardei gewütet. 33.000 Menschen sind der Krankheit in Italien zum Opfer gefallen, fast die Hälfte davon hier im Norden. Über Wochen waren die Krankenhäuser völlig überfordert. Dramatische Szenen spielten sich ab, erinnert sich Wanda Gatti, eine ehrenamtliche Helferin beim italienischen Weißen Kreuz. An manchen Tagen war sie 12 Stunden im Einsatz. Meine Aufgabe war es, den Menschen, die wir abholten, zu helfen. Aber wir durften sie nur alleine mitnehmen. Das war eine ganz merkwürdige Erfahrung, anders als zuvor. Denn normalerweise können wir einen Verwandten oder einen Betreuer mit ins Krankenhaus nehmen. Für viele kam die Hilfe aber zu spät. Hier auf dem städtischen Hauptfriedhof liegen 128 Covid-19-Opfer, die in aller Eile begraben werden mussten wegen Seuchengefahr. Menschen, deren Angehörige nicht ermittelt werden oder die kein Begräbnis organisieren konnten. Die Stadt Mailand überlegt jetzt, auf dem Gräberfeld 87 eine Art Mahnmal für sie zu errichten. Es war eine sehr traumatische Erfahrung. Es war wie ein Tsunami, der plötzlich alles verändert hat. Unsere Einstellung zum Leben, unser Verhalten, alles. Deshalb herrscht noch immer in allen Gebäuden Italiens Maskenpflicht. Und auf belebten Plätzen auch draußen von 18 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh. Denn einen erneuten Lockdown wollen die Italiener um jeden Preis vermeiden. Über Wochen durften sie ihre Wohnungen kaum verlassen. Die strikten Regeln erklären, warum Italien heute noch nicht in einer zweiten Welle der Pandemie steckt, sagt Maria Rita Gismondo, die Direktorin des Covid-Labors der Universitätsklinik Sacco in Mailand. Die hohen Todeszahlen im März und April dürften sich nicht wiederholen. Sie fordert über Grenzen hinweg, besser zu kooperieren. Ich denke, wir müssen das auf einer europäischen Ebene angehen. Mit den gleichen Therapieansätzen, Erfahrungsaustausch und den gleichen Quarantäneregeln. Was wir wirklich brauchen, ist eine europäische Strategie, um diesen Virus zu besiegen. Und die Professorin setzt auf Geschwindigkeit. Um das Virus effizient zu bekämpfen, hat die italienische Regierung Schnelltests für alle Schulen eingeführt. Für Matteo und seine Schwester Vittoria sind das gute Nachrichten. Sie fürchten schon einen neuen Lockdown und wochenlanges Homeschooling. Ich hoffe einfach, dass wir bald die Masken wieder ausziehen können. Und uns dann auch nicht mehr an die Abstandsregeln halten müssen. Doch bis es soweit ist, müssen alle ihre Masken tragen, mahnt Fatima Negrini ihre Landsleute. Lasst uns nicht die gleichen Fehler machen. Ich frage mich manchmal, wie wird das enden? Gut. Ich bin alt und werde sterben, aber Sorgen mache ich mir um die, die dann noch leben. Deshalb mahne sie und bete. Für viele hier in Norditalien ist Fatima zum Vorbild geworden, für ihre Widerstandskraft und ihren eisernen Willen.